Sascha für Mobile Geeks hier. Wir sind auf dem Asus Padfone 2 Launch Event hier in Taipei und wir schauen uns gerade das neue Gerät an. Wie ihr sehen könnt, das ist natürlich jetzt hier die Tablet Docking Station. Das ist ein 10.1 Inch Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 und der ganze Spaß läuft auf. Gucken wir uns noch mal kurz an. Ich gehe mal hier in die Einstellung. Ihr seht schon, das alles auf Chinesisch. Oh, nicht richtig erwischt. Da könnt ihr es sehen, auf Android Ice Cream Sandwich, die aktuellste Variante im Moment. Vorne habt ihr eine 1,3 Megapixel Kamera und hinten, ich glaube jetzt ganz interessant, da sehen wir erstmal, was sich geändert hat. Und da seht ihr sofort, aha, da ist ein neuer Slider-Mechanismus eingebaut worden. Lasst uns mal ganz so anschauen, wie das beim Original-Padfone aussah. Das habe ich nämlich jetzt hier auch mitgebracht. So, da könnt ihr das sehen. Hier ist das Original, die erste Generation. Da hat man noch hier diese Klappe gehabt. Mit dem Einschub. So, den mache ich jetzt mal eben offen. Da könnt ihr das sehen. Und da musst du die Klappe so ein bisschen nach hinten packen und dann kam das Padfone da raus. Oh, jetzt hätte ich es fast hier vom Tisch runtergeschmissen. Jetzt ist das alles ein bisschen einfacher mit dem Padfone 2. Hier könnt ihr sehen, aha, schöner Slider-Mechanismus. Einfach so rausdrücken und dann habt ihr das Gerät in der Hand. Und das schauen wir uns nämlich nochmal genauer an. Zum einen haben wir jetzt hier ein 4.7 Inch Display. Warte mal, ich halte es mal ein bisschen so, damit ganz so viele Spiegelungen hier sind. 4.7 Inch Super AMOLED Display mit einer Auflösung von 27p, also 1280x720. Ansonsten läuft es auf dem Qualcomm Snapdragon S4 Pro. Das ist halt eine Quad-Core-Variante. 1,5 GHz, hat also richtig Dampf in der Haube. 1 GB RAM und kommt mit Varianten mit 16 und 32 GB. Hier auf der Seite haben wir den An- und Ausschalter. Und da habt ihr Lautstärkeregelung. Hier unten dann Anschluss für Micro-USB und das dann auch als Dockingstation genutzt wird. Oben haben wir auch den Einschub dann für eure SIM-Karte und einen Anschluss für das Headset. Hinten, wie gehabt, die 8-Megapixel-Kamera. Die haben wir übrigens auch beim Original-Padfone gehabt. Ich hoffe mal nicht, dass Asus die geändert hat. Es ist generell eine Ecke leichter geworden und eine Ecke dünner. Auch das Material der Tablet-Docking-Station hat sich geändert. Das fühlt sich jetzt ja, fast an wie Leder, wo man hier doch sehr stark gemerkt hat, dass es original Plastik war. Aber auf jeden Fall ein schönes Update. Leichter, dünner und vor allen Dingen eine ganze Ecke mehr Dampf. Und nach wie vor halte ich das Padfone, also die Phone-Station, für eines der schönsten Smartphones, was momentan auf dem Markt verfügbar ist. Das ist ein erster schneller Eindruck vom neuen Asus Padfone 2. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.